Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Coral Island. Ja, hi. Dann wollen wir mal gleich mal zu unserem Huhn gucken, wa? Ich weiß nicht, was das. Leck mich fett. Riechen. Da gibt's ja nicht. Riechen. Also jetzt ernsthaft, du willst mir Regen verkaufen? Regen? Oh, guck mal, wer hat sich denn so viel Mühe. Okay, das sah lässig aus. Jetzt habe ich das auch gemacht mit dem Springen. Ich wollte eigentlich immer durch die Tore gehen und jetzt mache ich das auch so. Scheiß. Raus mit dir. Wenn du überhaupt lebst du noch? Chicalotta? Chicalotta. Da ist der Essen. Einmal ein bisschen an dem Ding rubbeln. Chicalotta geht's gut. Auch wenn Chicalotta falsch geschrieben ist, geht Chicalotta trotzdem gut. Chicalotta weiß ja gar nicht, wie Chicalotta richtig geschrieben wird. Da hat Chicalotta überhaupt gar keine Ahnung von. Ja, jetzt habe ich das Tor gehört. So, hier ist absolut ja nichts fertig. Cool. Jurke. Was wollte Mister da unten haben? Guck mal, hier hinten können wir schon bald. Bald ist Sommer, ne? Boah. Ich meine, laut dem derzeitigen Wetter, heute ist Sommer. Es ist einfach wieder mit 26 Grad. Ende Oktober ist das schon sehr. Es ist schon sehr heftig. Kann man das noch als schön bezeichnen? Wenn wir jetzt diese ganze Situation, dass was derzeit sonst so abgeht. Und so. Ach, ist egal. Wir reden da jetzt einfach nicht drüber. So, ich lauf weg. So. Das ist nichts Gespräch, was haben wollen hier. Chicalotta, glaube ich, hat überhaupt gar keinen Bock rauszugehen. Chicalotta ist, glaube ich, eher so eine aus dem Land. Ich habe keinen Bock, mich zu bewegen. Kann ich gut verstehen. Ich möchte gerne mit den Bronzebarren. Möchte ich gerne. Wirklich sehr gerne. Die behalte ich jetzt mal. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kröte unten. Wir müssen eigentlich auch mal gucken, ob die Kröte unten. Diese Gurke jetzt wollte. Damit wir ihnen diese Gurke, genau diese Gurke geben können. Ach, ich behalte jetzt einfach mal das Heu da. Ich weiß nicht, ob ich das Heu auslegen kann. Und der frisst halt am Tag immer ein, so ein Ding. So, ich habe gehört, ich soll das hier ausbuddeln, weil auch mal Geschenke da drin sind. Besonders am Strand, da müssen wir uns sowieso eigentlich mal drum kümmern. Ich wollte hoch an der Schmiede. Schmiede. Jetzt glaube ich rechts. Weil ich möchte gerne meine Axt erweitern. Wobei, der beste Zeitpunkt ist ja jetzt eigentlich die Gießkanne zu erweitern. Wobei, wir können sie gleich am nächsten Morgen abholen und es dauert ja nur einen Tag. Das ist irrelevant. Ich will erst die Axt. Früher hat es ja immer ein paar Tage länger gedauert. Wo man dann gucken musste, hier muss ich schauen, ob das geht. Ich habe kein Holz dabei, oder? Ich brauche definitiv Holz dabei, oder? Ja, ich bin es nicht gewohnt, dass wir Holz dafür brauchen. Das bin ich nicht gewohnt. Normalerweise, naja, brauchst du kein Holz. In meiner Jugend. In meinen Jugendspielen brauchtest du nie Holz dafür. Jetzt brauchst du Holz. Macht aber nichts. Ich meine, im Endeffekt ist das ja auch ein Holzstiel. Also, so gesehen ist das eigentlich gar nicht mal so richtig. Ja, heute kommt ein neues Spiel raus. Wenn wir Glück haben, Harvestella, quasi das hier, nur als RPG Final Fantasy mäßig Game, mit Monstern und so ein Krams. Also, ne, das, wir werden einen Livestream machen, komm, ist doch Lachs. Wir werden einen Livestream machen, davon, 18 Uhr geht's los. Also wenn ihr das seht, zum Originalzeitpunkt. Dann sind es noch 3 Stunden. Sorry, Mathe. Und dann das ist dann wieder. Wir spielen erstaunlich viele Farming-Games, oder? Wobei, Disney würde ich jetzt nicht als Farming-Game bezeichnen, aber derzeit kommen aber auch sehr gute Farming-Spiele, die sehr interessant aussehen, raus. Das ist,
Was war das denn? Ich habe einfach mal Alter, guck dir das mal an. Und kostet nicht mehr Energie. Ha! Leertaste ist einfach nach vorne dashen. Ciao. Lightning McQueen. Ich habe unzureichend Gold. Lecker Bio. Ich kann auch bei dir, alte Wurstpelle, doch garantiert auch Sachen verkaufen, oder? Liebhaben, okay. Ich verkaufe jetzt Sachen bei. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn so viel Pech haben? Außerdem ist es jetzt eine gute Idee, so kurz vor Weihnachten. Vor Weihnachten? Ist das eine gute Idee, was ich überhaupt vorhabe? Ich lasse mein Geld jetzt erstmal. Komm, wir lassen es erstmal. Ich glaube, ich wollte es auch lassen. Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher, ob ich es lassen wollte. Oh, noch mehr Kompost. Ciao. Neue Fähigkeit. Ciao. Und komm schneller vorwärts. Ciao. Au. Ich möchte jetzt gerne heute ins Wasser, beziehungsweise wir laufen einfach mal hier lang und gucken, ob wir Silberseetang finden. Das wird unser Inventar zuklumpen. Was denn die da? Sieht aus wie Sport, aber ich kenne mich damit nicht aus. Cool. Und nutzlos. Aber auch cool. Ich bin ja immer noch sehr, sehr, sehr darauf erpicht, Silberseetank zu haben. Ich glaube, wir gehen einfach mal diven, wa? Diving like Sunday morning. Mein Inventar ist sowieso schon voll. Ist mein Inventar sogar wirklich voll. Scheiße. Scheiße. Muss ich noch zurücklatschen. Hi. Kenne ich dich? Ach, ist mir egal. Ich weiß, was ich kenne. Ka-chow. 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 Können wir auch permanent machen. Können wir halt auch einfach permanent machen. Ja, sehr gut. Du hast auf jeden Fall den Rhythmus drin. Ciao. So, jetzt gehen wir aber mal wirklich tauchen. Ich möchte gerne tauchen gehen. Ich möchte gerne herausfinden, ob der jetzt... Ich weiß, dass der eine Gurke wollte. Der Schildkrötenboss. Deswegen gucken wir einfach mal zum Schildkrötenboss runter. Weil ich nicht weiß, ob er eine Silbersternige wollte oder eine... Ja, lecker mio, Alter. Geil, wir kommen an MC Schildkröte vorbei. Yo. Yo. Nein, nein. Geben Gurke. Ja, nice. MC Schildkröte. Nice. Ich hoffe, du willst nicht mehr und verpiss dich einfach. Tschüss, danke. Okay, wir können einfach. Ich kann aber auch nicht mit dir reden. Nice. Oh, wir haben echt Glück. Oh, wir haben echt Glück. Oh, wir haben echt Glück. Oh. Tauchersnack. Oh. MC Chili Manilli Schildkröte. Nice, wir sind weiter. Geil. Wir sind weitergekommen. Oh, das ist cool. Das war ja das, wovor ich so ein bisschen Schiss hatte. Dass wir eventuell da jetzt nicht weiterkommen, weil, ne? Weil und so. Weil wir ja nicht die ganze Zeit Zugang auf Gurken hätten. Ach, das war. Ach, das ist zum Einsammeln. Mehr Salz brauchen wir sogar, glaube ich. Ich glaube, wir brauchten sogar mehr Salz. Ob wir noch mehr Salz brauchen, weiß ich nicht, aber mehr Salz brauchen wir. Kein Glück hier, oder was?
Ach, da ist es doch schon. Boah, leco mio. Ihr habt nichts gesehen. Naja, war der so. Sehr schön. Nur noch ein paar Korallen heilen. Unten geht's nicht lang, wir können nur oben lang. Oh, geil, dass wir jetzt weiterkommen, ist echt nice. Wir haben echt Glück gehabt mit dir. Wir haben zwei Gurken da, ne, weißt du? Und wir haben echt Glück gehabt. Wir haben wirklich, wirklich Gurke gehabt. Was ist das hier? Das ist doch irgend... Da ist doch irgendwas. Okay, da kommen wir lang, wenn es soweit ist. Oh, eine Kiste. Nice. Meine Kiste. Endlich wieder Silberseetang. Das Wort Zeit. Nice. Nehme ich doch unsagbar gerne mit. Müssen wir eigentlich mal wieder in den Verfeinerer machen, ne? Also in den Essentialer. Das Glas bräuchte ich eigentlich. Das Glas bräuchte ich eigentlich. Eigentlich bräuchte ich das Glas. Ach, ich esse einfach Jakobsmuschel, oder? Soll der Lachs. Oder ich esse die Tauchersnacks auf. Weil die Tauchersnacks echt nice sind. Chill da hinten. Hier ist einfach Muscheln roh. Meine Güte. Ja, nice. Zehn von 20 geheilt. Wir arbeiten dran. Langsam und massiv kontinuierlich. Ich wollte das da oben einsammeln und nicht den Schrott. Ah, schön. Hier liegt ein Wrack. Zumindest ist es ein körperliches, nicht? Zumindest ein körperliches nicht. Was ist denn das für eine Sprache, Mann? Was ist das Sprache, Mann? Oh, noch ein Schatz. Schatz, 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 Schatz. Lass mich raten. Wusste ich. Ich wusste, dass es Tauchersnacks sind. Das hat mir meine Intuition gesagt. Meine weibliche. Da läuft ein Sebastian rum. Ist der Sebastian? Von Findet Nemo mit Vollgemisch und so. Ist das Sebastian? Der Franzmann? Darf man das überhaupt sagen, Franzmann? Oder ist das eine beleidigende Anrede? Es ist spät, wir sollten bald aufbrechen. Ja, ich gebe dir tatsächlich komplett recht. Aber auch irgendwie nicht. Aber wir sollten wirklich. Es ist spät, wir sollten bald aufbrechen. Ich finde das nett, dass der Roboter das sagt. Oh, der will eine Kartoffel. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Der will eine Kartoffel.
Der will eine Kartoffel, alles klar. In Bronze. Haben wir. Sind. Wie sieht's aus mit Kartoffeln? Wie komme ich hier eigentlich weg? Wie sieht's aus mit Kartoffeln? Kartoffeln, wir brauchen Kartoffeln, wir brauchen Kartoffeln. Wo kriegen wir jetzt Kartoffeln her? Ich brauche Kartoffeln. Haben wir noch Kartoffeln? Wie sieht's aus? Kartoffeln. Ich nutze jetzt öfter das Teleportieren, weil es doch irgendwie nützlich ist. Sieht irgendetwas für euch aus wie eine Kartoffel? So, mal gucken. Ja, für die Dinger brauchten wir ja jedes Mal Glas. Dafür brauchen wir mal eine Glasmaschine, ne? Damit wir tatsächlich mal wirklich Glas machen können. Wir haben echt Glasprobleme. Ich habe eine normale Kartoffel. Okay, ich habe nur eine normale Kartoffel. Das sind, glaube ich, Rüben gewesen. Ich glaube, das hier sind noch Kartoffeln, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung, wie Kartoffeln aussehen, wenn sie in der Erde liegen. Kartoffelig, denke ich mal. Ich denke einfach, dass sie kartoffelig aussehen. So, morgen regnet es. Nichts bekommen. Schön, dass mich die Welt hasst. Ist gut. Gucke. Sojabohne bringt überhaupt nichts. Na gut, neuer Tag und neues Glück morgen.